Hallo, es gibt gerade einen interessanten Fall rund um Shireen David und die Gruppe Kraftwerk. Es geht um diesen Song hier. Und die Melodie, die man jetzt deutlich hört, die erinnert doch sehr stark an The Man Machine von Kraftwerk von 1978. Das war damals ein Meilenstein für die elektronische Musik. Und man kann das als Sample oder als Melodiezitat in bis zu 35 Songs nachweisen, vor allen Dingen bei Hip-Hop-Bands hier. Oder auch bei Pink. Und ganz bekannt bei Jay-Z featuring Babyface. Und offenbar hat sich jetzt Kraftwerk bzw. Ralf Hütter zum ersten Mal entschieden, jemanden zu verklagen. Und mir wurde ein Urteil zugespielt vom Landgericht Berlin. Hier ist es. Und das wurde bereits im Oktober 2021 verhandelt. Das war gar nicht in den Medien drin. Sind auch nur 7 Seiten. Und da wurde gesagt, Shireen David darf das nicht. Also sie durfte die Melodie nicht zitieren übernehmen ohne Erlaubnis. Und darum haben die jetzt, und das hat für etwas Aufruhr bei den Fans gesorgt, das Sample einfach ausgetauscht. Also auf allen Streaming-Portalen klingt der Song jetzt so. Die Fans waren wenig begeistert. Ich frage mich auch, wie hätte man das früher gemacht? Also wäre die Plattenfirma von Tür zu Tür gegangen und hat gesagt, Entschuldigung, wir müssen mal eben die CD austauschen. Ist schon etwas merkwürdig. Aber Kraftwerk wurde schon oft zitiert. Hier etwas von Coldplay. Das geht zurück auf den Song Computer Love von Kraftwerk. Und da wurden die mal gefragt, warum habt ihr es eigentlich da erlaubt? Und dann haben die gesagt, naja, Coldplay hat uns einen Brief geschrieben und gefragt. Und der Brief war handschriftlich. Also was meint ihr? Hätte Shireen David einen Brief schreiben sollen? Ist das in Ordnung von Kraftwerk, dass die jetzt zum ersten Mal das Ganze verbieten? Ist in Ordnung oder ist blöd?